Nächste Frage hat der Reitschuster. Warum plant das Robert-Koch-Institut bereits Booster-Impfungen, also dritte Impfungen für vulnerable Gruppen, für die am meisten Gefährdeten, wie es heißt? Was hat es mit dieser Impfpflicht auf sich? Wo sind da die Widersprüche bei der Bundesregierung? Und warum wird nicht verraten, wie viele von den Geimpften im Krankenhaus erkrankt oder gestorben sind? Darum ging es heute auf der Bundespressekonferenz. Und eine Frage war die nach der Aussage von Kanzleramtsminister Helge Braun, der ja gesagt hat, die Geimpften werden mehr Freiheiten haben als die Nicht-Geimpften. Ganz spannend, dass Armin Laschet das zurückgewiesen hat. Da habe ich heute einen eigenen Beitrag auf meiner Seite. Entweder ist das ein Riss, auch wenn diesen Begriff viele nicht hören wollen und Merkel darauf mit Spott antwortet, weil sie keine richtige Antwort hat. Oder es ist ein Spiel guter Polizist und schlechter Polizist. Eine andere Lösung fällt mir nicht ein. Die Sprecherin von Merkel, Ulrike Demmer, frühere Fokuskollegin von mir, hat heute nochmal gesagt, eine Impfpflicht werde es nicht geben, auch eine indirekte nicht, aber strengere Maßnahmen seien möglich. In meinen Augen eine Quadratur des Kreises, und da habe ich dann nachgehakt. Frau Demmer, ich sehe da einen Widerspruch, vielleicht können Sie den auflösen für mich. Sie sagen, auf der einen Seite die Bundesregierung will keine indirekte Impfpflicht, auf der anderen Seite sagt der Kanzleramtsminister massive Einschränkungen der Freiheit für Nichtgeimpfte. Das ist doch eine indirekte Impfpflicht. Also ist das nicht sehr widersprüchlich? Nein, wir haben das hier ja schon sehr oft besprochen. Und das habe ich eben ja auch gerade nochmal gesagt, nicht ohne Grund. Freiheitsrechte sind ein hohes Gut. Und man muss eben genau überlegen, für wen es angemessen und verhältnismäßig ist, diese Grundrechte einzuschränken. Aber ich kann jetzt Ergebnissen der Besprechungen hier nicht vorgreifen. Ganz grundsätzlich kann ich nur noch mal auf den Unterschied hinweisen zwischen der Tatsache, dass Geimpfte und Genesene nur noch sehr gering, in sehr geringem Ausmaß zum Impfgeschehen beitragen, während das für Getestete, Menschen, die mit einem Antigen-Schnelltest getestet worden sind, nicht so eindeutig zu sagen ist, denn diese Tests sind einfach nicht so klar. Frau Demmer, Sie haben jetzt zum dritten Mal gesagt, dass die Geimpften nicht zum Impfgeschehen beitragen. Darum gehe ich davon aus, dass es kein Versprecher ist, aber das ist ja wie ein weißer Schimmel. Also Sie meinen wahrscheinlich das Krankheitsgeschehen trotz allem. Dass das genau nicht ein Versprecher ist. Genau. Ich kann das hier nochmal richtig stellen. Da wäre, darf ich die Frage erst noch? Geimpften und Genesenen tragen nicht gravierend zum Infektionsgeschehen. Und da wäre dann die Frage, was genau haben Sie da für Daten? Weil es ist ja so, dass zum Beispiel jetzt in Großbritannien bei der Delta-Variante vor ein paar Wochen die Mehrzahl der Hospitalisierten geimpft waren. Und es gibt auch andere Daten, wonach es Superspreader geben soll unter den Geimpften. Was ist da der aktuelle Wissensstand? Wahrscheinlich Frau Nauber eher. Ich kann Ihnen jetzt keine konkreten Zahlen mitgebracht, nur das Faktum als solches. Vielleicht kann Frau Nauber oder der Bundesnachbar. Ja, also darüber haben wir hier ja schon öfter gesprochen und Sie wissen, veröffentlicht das RKI alle Daten, die es dazu gibt. Das war zu dem Zeitpunkt so, wo die Ausnahmeverordnung in Kraft getreten ist, konnten Sie die Daten da finden und zu Impfdurchbrüchen informiert das RKI, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, immer donnerstags im Situationsbericht. Ja. Das kleine Wortgefecht, das ging darum, dass sie immer sagte, Geimpfte haben keinen Einfluss aufs Impfgeschehen. Da hat sie sich versprochen, kommt vor, passiert mir auch. Aber gut, dass wir das klargestellt haben. Zuvor hatte sie schon gesagt, dass es strengere Maßnahmen wieder geben kann. Voilà. Hat Kanzleramtschef Braun mit seinen Aussagen zu unterschiedlichen Freiheitsgraden für Geimpfte und Nicht-Geimpfte die Meinung der Kanzlerin und der Gesamtregierung wiedergegeben? Wie gesagt, Helge Braun hat vor dem Hintergrund der steigenden Zahlen und der Sorge darum, dass wir wieder zu einer Situation kommen wie im Februar oder im Anfang dieses Jahres, hat er aufgezeigt, was der Unterschied ist im Umgang mit Geimpften und Genesenen oder eben Getesteten. Um das nochmal zu sagen, tatsächlich ist es eben so, dass zweifach Geimpfte, zwei Wochen nach der zweiten Impfung, deutlich weniger zum Impfgeschehen beitragen, als es Getestete tun. Diese Tests sind eben nicht ganz so sicher und in ihrer Aussagekraft nicht so hundertprozentig. Es ging
dann noch weiter um die Erkrankungen von Geimpften und schauen sich auch diesen Wortwechsel an. Frau Nauber, Sie haben gerade gesagt, die Daten zu Krankheitsfällen und Covid-Todesfällen bei Geimpften findet man donnerstags beim RKI. Ich habe am 14. Juli das Gesundheitsministerium nach diesen Daten gefragt. Da kam die Antwort, ich soll beim RKI nachfragen. Das RKI sagte, die sind immer donnerstags veröffentlicht. Dann sagte das RKI in der Korrektur, die sind immer mittwochs veröffentlicht. Jetzt sagen Sie wieder, die sind immer donnerstags veröffentlicht. Ich habe sowohl die donnerstags als auch die Mittwochsberichte durchgeschaut. Ich habe da nichts gefunden. Vielleicht bin ich nicht in der Lage, das zu finden. Aber da entsteht für mich der Eindruck, dass da die Bundesregierung ein Versteckspiel spielt. Warum können Sie nicht einfach diese Daten liefern? Wären Sie so lieb, die nachzureichen zumindest? Also, zuständig dafür ist das Robert-Koch-Institut. Insofern hat meine Kollegin sich hier auf, an das Robert-Koch-Institut verwiesen. Von dort haben Sie ja offenbar auch Antwort bekommen. Nichtsdestotrotz suchen wir gerne den Lagebericht heraus, wo Sie das finden. Möglicherweise ist es nicht Donnerstag, sondern Mittwoch und ich habe es einfach falsch bekommen. Würde ich statt einer Nachfrage bitten, mich nochmal auf die Liste zu setzen oder wenn niemand mehr drauf ist, noch eine andere Corona-Frage. Genau. Ja, also in meinen Augen findet da das statt, was man in Bayern den Buchbinder Wanninger nennt. Das ist ein Sketch von Karl Valentin, der immer von einem zum nächsten weitergeleitet wird. Und warum die Bundesregierung da nicht transparent mit diesen Zahlen umgeht, ist für mich ein Rätsel. Beziehungsweise es drängen sich gewisse Antworten auf, aber lassen wir das. Das ist genauso wie die Frage beim letzten Mal, die Spahns Sprecherin dann auch nur damit beantwortete, dass man sich beim RKI erkundigen soll. Da ging es darum, ob schon mehr Menschen immun sind, als man annimmt. Ja, in meinen Augen Arbeitsverweigerung, aber man kann das sicher ganz unterschiedlich werten. Dann ging es mir noch um diese Booster-Impfungen. Schauen Sie sich das an. Es gibt einen Ausblick des Robert-Koch-Institutes für den Herbst und da heißt es wörtlich, es laufen Vorbereitungen für Booster-Impfungen, die bei nachlassender Immunität der vulnerablen Gruppen ab Herbst möglicherweise erforderlich sein werden. Was haben Sie denn da für Erkenntnisse über diese nachlassende Immunität bei den bereits Geimpften? Wie sehen diese Booster-Impfungen aus? Danke. Also das hat ja auch der Minister wiederholt betont, dass eine dritte Impfung für Menschen mit nachlassendem geschwächtem Immunsystem oder einem hohen Lebensalter Sinn macht. Er sprach von dritten Impfungen im Herbst, zum Beispiel für Pflegeheimbewohner oder auch für andere Menschen, denen bei einer Infektion ein schwerer Krankheitsverlauf droht. Für die Gruppe der Low-Responder, deren Immunsystem auf die zweifache Impfung nur mit einem eher niedrigen Schutz reagiert, werde der Schutz mit der dritten Impfung deutlich höher. Deswegen, so hat es der Minister gesagt, werden wir diesen Gruppen wohl im September, Oktober die dritte Impfung anbieten. Die Daten dazu, die werden vom PAI in enger Abstimmung mit dem RKI aus. Ist da jetzt schon die Wirkung gering oder hat man die Angst, dass sie im Herbst nachlässt? Danke. Ja, das kommt immer darauf an, wann Sie geimpft worden sind. Aber wie gesagt, die Daten werden aktuell ausgewertet. Aber wir bereiten uns natürlich jetzt schon darauf vor, dass möglicherweise diese Boosterimpfungen im Herbst stattfinden. Das machen wir dann nicht 3 Tage vorher, sondern darauf bereiten wir uns jetzt schon vor. Ja, auf jeden Fall, es werden ungemütliche Zeiten, denke ich, im Herbst oder auch jetzt schon sehr bald. So viel ist in meinen Augen leider schon klar und das macht alles andere als optimistisch. Es ging dann noch um dieses Abhörprogramm Pegasus für Journalisten. Schauen Sie sich da an, was die Kollegen fragten und ich habe mich dann da auch noch mal kurz mit eingemischt. Bitte. Wie werden wir geschützt vor Pegasus? Sie sind für die Spionageabwehr zuständig. Ich wiederhole es gerne nochmal. Sie werden geschützt durch den Rechtsstaat, der in Deutschland funktioniert. Ich rede von anderen EU-Staaten, die diese Software einsetzen und zum Beispiel Journalistinnen wie hier im Saal ausspielen. Wie schützen Sie uns? Das ist eine Frage, die kann ich jetzt als Innenministerium nicht beantworten. Das hat ja die Regierungssprecherin gerade deutlich gemacht, dass die Bundesregierung insgesamt sich mit dem Thema beschäftigt. Die Bundeskanzlerin hat ihre Sorge zum Ausdruck gebracht. Und innerhalb des Kabinetts, innerhalb der Bundesregierung, können Sie davon ausgehen, dass die Gespräche in diese Richtung auch geführt werden, welche Schutzmaßnahmen für solche Eingriffe von außen möglich und notwendig sind. Herr Reitschuster. Ist es überhaupt
überhaupt realistisch, dass die Bundesregierung technisch vor solchen Eingriffen aus dem Ausland schützt, wenn man selbst die Bundeskanzlerin abgehört hat und man dagegen nicht schützen könnte? Also ist das nicht eine gewisse Hybris, wenn man davon ausgeht, man könne sich hier von der Welt abkopseln? Danke. Naja, also dass wir es bei solchen Dingen mit schwierigen Situationen, mit schwierigen Themen zu tun haben, ist, glaube ich, für jeden auch erkennbar. Aber nur weil es schwierig ist, muss man ja nicht die Gespräche einstellen. Das heißt also, man muss die Situation, die in vielen Fällen leben, gut analysieren und sich dann fragen, gibt es Möglichkeiten, so etwas auszuschließen. Sie sprachen von Gesprächen. Hätten Sie da Hoffnung, dass Länder wie China oder Russland da gesprächsbereit sind und sagen, wir verzichten auf solche Maßnahmen? Dazu kann ich mich als Innenministerium nicht äußern. Ja, ich halte es für naiv, wenn man glaubt, man könne China, Russland oder auch die USA daran hindern, dass sie hier abhört. Wir haben es ja nicht mal bei der Kanzlerin geschafft. Und wie sollen wir das dann bei Journalisten schaffen? Aber wir wollen ja auch das Weltklima retten. Von daher, hier muss man sich nicht mehr wundern. Ich wollte dann noch fragen nach der Ungleichbehandlung von Demonstrationen, von Demonstranten in Berlin, der Christopher Street Day, wo massiv gegen die Auflagen verstoßen wurde, viele ohne Maske, obwohl das im letzten Jahr auch schon so war. Parallel in Kassel dann Verbot mit dem Hinweis, es hätte Verstöße gegen die Auflagen gegeben. Beim letzten Mal in meinen Augen eklatante Ungleichbehandlung, hätte ich gerne gefragt, aber die PK war dann so schnell zu Ende, wurde auch nicht mehr gefragt, ob noch eine Frage da ist, dass ich nicht mehr dran kam. Dann leider organisatorisch war das nicht so günstig, aber sowas kommt vor. Jetzt noch ein paar interessante Szenen aus der Bundespressekonferenz heute. Zum Thema Corona-Impfen gibt es Fragen von außen, sicherlich auch im Rat, im Saal. Michaela Küfner von der Deutschen Welle fragt Frau Denner, akzeptiert die Bundesregierung eine Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen? Und fragt dazu, schließen Sie eine solche Impfpflicht grundsätzlich aus? Also ich möchte das hier direkt eingangs klarstellen, bevor ich da weitere Ausführungen mache. Es bleibt dabei, wir wollen keine Impfpflicht durch die Hintertür, keine allgemeine Impfpflicht durch die Hintertür. Wir wollen aber alles tun, um eine Situation, wie wir sie im Frühjahr hatten, zu vermeiden. Und die aktuelle Lage bietet trotz der niedrigen Inzidenzen, wie wir sie heute noch haben, durchaus Anlass zur Sorge. Also die Zahlen steigen, das sehen wir alle. Der R-Faktor ist im Moment konstant über 1 und konkret bedeutet es für den heutigen Tag, dass innerhalb einer Woche die Fallzahlen um 75% gestiegen sind. Das heißt, wenn sich diese Entwicklung so fortsetzt, müssen wir zusätzliche Maßnahmen ergreifen. Und da ist natürlich zu überlegen, was da möglich ist und was zu machen ist. Also zum einen geht es darum, wie können wir die Impfquote erhöhen. Die Bundeskanzlerin hat es hier ja in ihrer Sommerpressekonferenz selber nochmal gesagt, wie wichtig das ist. Die zweite Frage, der zweite Problemkreis ist, wie gehen wir mit Reiserückkehrern um? Und der dritte, wie gehen wir konkret mit den steigenden Zahlen um? Das wird jetzt zu besprechen sein. Da gibt es in den nächsten Tagen und auch in den kommenden Wochen Runden mit den Chefs der Staats- und Senatskanzleien. Es wird sicherlich auch nochmal eine Ministerpräsidentenkonferenz geben zu diesem Thema, um eben gemeinsam zu einem Ergebnis zu kommen, wie wir eine Situation, wie sie im Frühjahr war, wie wir sie im Frühjahr hatten, zu verhindern. Dazu fragt Gernot Heller. Ich kann noch konkretisieren, die Kostenpflicht. Also da ja bisher noch nicht alle ein Impfangebot hatten und das ist daher, dass es auch, es gibt eben auch Menschen, die sich ja gar nicht impfen können, wird es weiterhin grundsätzlich kostenlose Tests geben müssen. Darauf hat auch die Kanzlerin bei ihrem Besuch im RKI letzte Woche verwiesen. Aber sie hat eben auch nicht ausgeschlossen, dass es möglicherweise dann andere Regelungen geben kann, je nachdem, wie sich die Lage entwickelt. Ja, die gesamte Bundespressekonferenz habe ich auch wieder aufgenommen. Die kann man sehen. Unten verlinke ich das. Das machen meine Unterstützer dann in ihrem Kanal, auch bei Rumble und bei Odyssee. Und es gab danach noch eine Bundespressekonferenz mit Annalena Baerbock. Und die schauen Sie sich bitte unbedingt an, denn die war in meinen Augen interessant. Da mache ich noch ein eigenes Video daraus.
gibt es auch noch was anderes bei der Baerbock. Ansonsten, das war's für heute. Ich versuche ja immer kürzer zu sein aus der Bundespressekonferenz. Heute habe ich das halbwegs geschafft. Alles Gute, danke, ciao, das war's. Nächste Frage der Reitschuster. Ja, als Backstage heute, warum bin ich jetzt wieder im Inneren und ohne Maske, weil jetzt in den letzten Tagen so oft hier Interviews gegeben wurden ohne Maske, dass ich finde, da muss es eine Gleichbehandlung geben. Das kann nicht sein, dass die einen von den großen Sendern hier ohne Maske ihre Aufsager machen dürfen und andere das nicht machen dürfen. Darum heute hier. Schauen Sie noch mal rein. Ich bringe Ihnen noch das Video mit Baerbock. Sehr, sehr spannend. Und dann auch noch ein kurzes Video hier, das ich mitgeschnitten habe von einem der großen Impffrevler, wie man das ja heute nennen würde, von Bayerns stellvertretenden Ministerpräsident Aiwanger von den Freien Wählern. Alles Gute, danke, ciao. Hans, wir haben viele aus dem AD Hauptstadtstudio. Sie haben unterschieden zwischen Impfpflicht und einer Aufforderung zum Impfen. Ja, Sie haben aber gleichzeitig auch nochmal gesagt, es kann Unterschiede geben zwischen den Getesteten und den anderen. Ja? Unabhängig von ich habe nur auf den Unterschied hingewiesen, den es macht für das Impfgeschehen, ob ich geimpft bin oder nur frisch getestet. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Das oder trotzdem bleibt ja die Frage, wenn ich diesen Unterschied sehe, welche Konsequenz das hat. Und deshalb muss ich nochmal nachfragen, was Herr Baum gesagt hat. Das heißt, die einen dürfen ins Theater, die anderen dürfen nicht ins Theater, ist tatsächlich eine mögliche Überlegung, die derzeit im Raum steht. Da würde mich aber ehrlich gesagt auch nicht nur meistens auch die vom Justizministerium interessieren. Also wie gesagt, über die Konsequenzen aus den Erkenntnissen, die Erkenntnisse über die Entwicklung der Fallzahlen, die Erkenntnisse über die Folgen, die eine Impfung für das Infektionsgeschehen hat, über diese Konsequenzen wird derzeit gesprochen und beraten. Und über die Ergebnisse werden Sie ganz sicher informiert. Ich kann Ihnen jetzt noch keinen Termin für die nächste MPK nennen, aber natürlich wird es dann auch im Rahmen einer MPK zu diskutieren sein.